Raindeep is more of a smattering of farmhouses than a proper town. Though judging by stray dredge stalking through empty fields, it is barely even that anymore. Raindeep comes and goes as long series of farmhouses abundant and crawling with dredge. The farmers have probably already fled to Borsgard. You try to hurry past, but are eventually spotted. Dredge start implying in your direction. What is that? Points out Olive up near one of the longhouses. In the distance, a large person clothed seemingly covered in blood, his cursing loudly and stumbling about. He staggers into a longhouse laughing. The dredge heading your direction, turn back, roaring, and begin to pound on the longhouse door. They seem to be holding a grudge against this particular person. You doubt the door will hold long. Rush to help. Against my better judgment, we should probably do something, you say. The others agree, even thought it means putting them all at risk. As you quietly approach, the dredge have managed to splitter the door and break through. Hey, shouts a wall, wearing all red, standing on the other side of the dredge. Came all the way up here just for me. He seems unconcerned about the dredge as he hoists his enormous sword. Scarlet Feather? Ach, das ist der... Okay. Das ist ein enorm starker anscheinend. Nehmen wir Rook mit. Nehmen wir den mit. Noch Platz für Olive. Ja. Nehmen wir die zum Schluss. So. Okay, vielleicht hätten wir doch nicht helfen sollen. Da sind ein paar viele. Also der Kollege könnte den mal zermatschen. Die beiden... auf den einprügeln lassen... wäre eine Idee. Der Magier kann man irgendwie so da bleiben. Und die brauche ich auch da vorne. Ja, probieren wir es mal. So, erstmal nach vorne. Und Wirbelwind. Konzentrierter Angriff. Bam. Ach, die mit ihren Explosionssteinen. Und tschüss. Dammit! Das war enorme Schaden. Lass mal überlegen. Wäre gut, dem eins überzubraten. Und wir attackieren den Großen. Na, der macht eh keinen Schaden mehr an dem. Na, lass mal den nächsten zerstören. So, der ist gleich tot. Was mir nicht sehr gefällt. Thank you.
Armors, Schildbund, Dinger ein bisschen runter. Sollte Gunolf da keine Probleme mit haben. Seinen Wirbelwind kann der ja schon immer einsetzen. Dann hauen wir noch ein bisschen die Rüstung nieder. Ziehen uns ein bisschen zur Seite und finishen den ersten. Sobald die Steine hier nämlich explodieren, gibt es schönen Schaden an den eigenen Einheiten. Dann haben wir hier mal komplett die Rüstung nieder. Und dann gibt's jetzt. Ja, das. Ich habe den einen da genommen und das ging so schräg rüber bei jedem. Dann probieren wir es jetzt mal bei denen. Ja, das hat nur die beiden jetzt erwischt. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Als nächstes dran. Ich komme aber nicht dran. Das ist schade. Sonst hätte ich jetzt die Spezialfähigkeit versucht einzusetzen. Dann muss ich mir das anders überlegen. Wen attackiere ich jetzt? Mache Gunnars Leben ein bisschen einfacher, würde ich behaupten. Dann könnte er den gleich platt machen. Dann ist der schon weg. Schön, die Bomben haben mir sehr schön geholfen. Ja, ich gehe mal so geradeaus runter. Und tschüss. So, der Kamerad hat noch mehr als genug Lebenspunkte. Wer ist denn als nächstes dran? Da kann ich, glaube ich, auf einmal platt machen. Jawohl. Weg mit dir. Und da haben wir nochmal ein bisschen was abbekommen. Wir haben aber auch mehr als genügend Lightning. Dass wir da nochmal einen ausschalten könnten. Das ratiert sich bei dem gar nicht. Mach möglichst viel Schaden an dem. So. Gehen wir mal ein bisschen vor. Das ist nämlich seiner. So, Bogenschützen nach vorne. Vernichtet noch ein bisschen die Rüstung des Feindes. Und kann er noch einen Wirbelwind? Nein, kann er nicht gerade. Bringen ihn jetzt mal nach vorne. Der ist als nächstes an der Reihe. Dem die Rüstung zerdeppern. Oder auch dem. Gute Frage, wen nehme ich jetzt? Den
Den kriege ich so nicht tot. Dann brauche ich es nicht zu versuchen. Damn, das hat gesessen. Damit der nützlich bleibt, entsorge ich mal die nächste Kreatur. Da hinten hätte er jetzt eigentlich besser gesessen. Das ist schon geil, wie er das Zeug aus der Erde holt. Ach verdammt! Der hat doch schräg dran gestanden. Sorry, Großer. Das war ein bisschen mein Fehler. So, Outlave wird sogar 2 Schaden bei dem machen. Überraschend. Dann mach mal 4 Schaden, dann kannst du in der nächsten Runde platt machen. Der ist keinerlei Bedrohung mehr. Und unser Gunolf kann sich etwas anderem widmen. Zum Beispiel dem da. Schon. Jawohl. Er hat getroffen. So, wen nehme ich denn jetzt? Ich mach den mal ein bisschen runter. Einfach schöne Verringerung der Bedrohung. Mach ich den aus. Unser starker Gunolf. Ach, warum kann er jetzt nur 1 einsetzen? Ich habe doch gerade 2-mal das Teil benutzt. Hä? Das zweite Mal wurde es einfach nicht akzeptiert. So ein Derbeschiss. So. Und weg mit hier. The last man standing. Or leave. Your turn. Welcome to my mad house. Zig Burns' house of mad. Wasn't expecting a war this far south or this drunk. I can see that. There are people huddled in the corners of the mad hall, looking on with uneasiness. Who are all these? Who are your people? No, no, they're friends. They made this place. It's not really mine. You lured dredged back to a room full of unarmed people? What is wrong with you? Come on, I saved everyone in there. They shared some fine drink. The best drink. Wait, I was saving your ass. Remember that part? If you knew you would come up here, you could have told me. What do we do with this guy? Anyone here is welcome to join us. The townspeople show you a hug or stack of barrels filled with quality mat and help you hold them back to the caravan. I will miss this place. Good memories. Haben wir noch ein Level 5er dabei, das ist gut. With some help you gather up the casks of mat and head back to the caravan. Sigbjörn and the other survivors in town. The caravan gives the boisterous wall a large berth as you set out for Borsgard. Aber Days of Supplies hat nichts gegeben. Das Matt. Schade. Mehr verrecken die Leute nämlich wie Hunde.
Ark, what did I do? Zig burns wake in a pool of his own Zig. Why am I surrounded by small people? The other clansmen let him sleep off his drunken stupor on the ground, and this morning he's paying the price. Help him recover. Reluctantly, your clansmen offer any food and drink they can scrounge together for the mooning wall. When one offers a thin mat, he pushes it away. In fact, take this away from me, he says, handing you his massive mat stand. Eventually, Zigbones comes to you. I won't get into details, he says. I was supposed to bring those casks from Ravgemnik back to Borsgard. I drank maybe half by accident. Point is, Zigbones continues. You don't tell anybody what happened, and I won't tell anyone about the mat you got. Okay, trust me on this one. You agree and get back to travel. Ach, Gott.